Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together hier auf Master LP mit dem Dennis und dem Max. Hallihallöchen. Und zwar spielen wir jetzt erstmal hier ein Ründchen Terra Online. Und das Ganze ist jetzt hier vor kurzem Free-to-Play geworden und haben wir uns gedacht, weil ich ja kein Far Cry spielen kann, wo ich aber noch in einem anderen Video drauf kommen werde. Das geht jetzt aus technischen Gründen nicht, deswegen zocken wir jetzt hier Terra. Ist ein MMORPG mit einem Echtzeit-Kampfsystem, einer coolen Welt, einer richtig geilen Grafik. Und dann würde ich sagen, erstellen wir uns erstmal einen neuen Charakter. Ja, genau, wir spielen auf dem Server Hasmina. Mhm. Ja. Und ja, ich habe ja schon Charakter gehabt, weil ich das ganz, ganz früh, als mal rausgekommen ist, hatte ich so eine Testphase, wo man es zocken konnte, irgendwie 2 Wochen lang. Aber gut, ich weiß, wie schon gesagt, auch gar nichts mehr davon, deswegen erstellen wir uns jetzt mal einen neuen Charakter. Also und, ich weiß auch überhaupt gar nichts von dem Game, aber die Musik ist schon mal geil. Ja, die Mucke ist geil. Tut's auch gut und Frauen. Frauen, richtig. Also, was spielen wir denn? Ich lese einfach mal kurz vor. Es gibt hier die Menschen. Ich zeige einfach mal alles hier mit männlich und weiblich. Hier. Dann gibt's noch die Kastanik oder Kastanik, keine Ahnung. Kastanik. Die ich persönlich ziemlich geil finde. Ich finde irgendwie, die sehen ziemlich fett aus. Dann gibt's die Amann. Amann. Ja, die sehen irgendwie gewöhnungsbedürftig aus. Die Frau sieht voll komisch aus. Ja, übel männlich. Die Popori, ja. Die ich irgendwie voll geil finde, ich weiß auch nicht warum. Und dann gibt es die Popori. Die Elin, die ganz, die zum Release, glaube ich, noch gar nicht verfügbar waren, weil sie irgendwie zu asiatisch ausgesehen haben. Die wurden dann nochmal abgeändert. Dann gibt es noch die. Kannst du ja übel rausgucken. Baraka. Ja, die Teile hier. Und noch die Hochelfen. Hier einmal männlich. Ja. Und einmal weiblich. Ich muss kurz rübsen. Tut mir echt richtig leid. Ich muss da übel an, okay. an den Typ von Herr der Ringe irgendwie. Gandalf. Ja, war immer Gandalf. Ah nein, ja, Legolas. Ich habe übrigens das Buch hier heute, gerade eben ist angekommen, der Hobbit, das Original zum Film, richtig geil. Also gut, was Gandalf der Elf. Gandalf der Hochelf. Was spielen wir, Max? Ja, ich weiß nicht, also ich persönlich fände einen weiblichen Hochelf irgendwie voll fett. Aber das weiß ich, ob das scheiße ist. Guck dir mal diese komischen Kastanien an. Kastanik. Ja, da sind die Frauen auch cool Weiber, aus. Die Weiber, die sehen so aus wie so Bitches, Alter. Ja, das sind auch Bitches. Ach so. Und was, wenn wir einfach nur einen Menschen spielen? Ja, das hab ich mir auch überlegt. Also ein Mensch ist auch vielleicht schon so. Die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, so, weißt du, so menschlich halt. So ein bisschen so, weißt du. Echt? Ja, aber komm, was spielen wir jetzt? Menschen oder Hochelf? Also wir sind uns sicher, dass wir weiblich spielen. Ja, ich natürlich alle in so einem Spiel muss ich den Weib spielen. Okay. Weil das sind die Titten animiert. Boah nein, aber das wäre schon fast. Überleg mal, weißt du noch, bei X-Blades, wenn du da gerannt hast, wenn du da gerannt bist, alle und stehen geblieben ist, dann haben die noch 10 Sekunden. So. Übrigens, so, das ist eine Special-Folge, die wird vielleicht ein bisschen größer. Ich lade die morgen hoch, Max. Ich lade die am Sonntag hoch. Als Vorgeschmack aufs Let's Play. Okay, alles klar. Ja, den Tier stellen wir nur unseren Charakter und kacken ein bisschen ins Gras. Göbbinger Classic, seit 1404. Ja, ich liebe Sprudel. Warte, seit? Seit, das gibt's gar nicht. Seit gestern. Das steht da drauf, seit gestern. So schimmlig. Nein, okay. Okay, ja, nee, also wollen wir Hochelf oder Mensch? Oder willst du Kastanik? Nee, wegen mir Hochelf oder Mensch, mir ist egal. Sag wie wär's denn, wäre das schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen spiele und du Kastanik? Ich weiß halt nicht, ob wir da irgendwie auch in der gleichen Welt sind oder sowas. Na cool, dann spielen wir es gleich. Ich würde einfach sagen, wir spielen das gleiche, scheiß drauf. Okay, wollen wir Mensch spielen? Du sagst Mensch oder Hochelf? Ja, sagen wir mal so, Mensch sieht eigentlich schon gut aus, aber Hochelf ist einfach so ein bisschen edler, so, weißt du? Mhm. Also eher was Edles oder eher so was Träges. Ach komm, dann spielen wir Hochelf. Scheiß drauf. Okay, alles wir spielen eine weibliche Hochelfe. Und dann klicken wir hier auf Klasse wählen. Oh. Okay. Kriegerin. Boah. Die sieht ziemlich fett aus. Kriegerin. Ziemlich geil aus. Ich zeig nochmal einfach kurz die ganzen Leute. Lanzerin. Boah, die Lanzerin, Alter. Lanzerin. Dann Zerstörerin. Berserkerin. Nee, die nicht. Dann hätten wir noch die Zauberin. Nee, auch nicht. Dann die Bogenschützin. Die Priesterin. Und die Mystikerin. Ich würde sagen, du magst erste Nahkämpferklassen, gell? Ja, dann überlege ich, ob ich eine Kriegerin einfach spielen soll. Anstatt doch, dann spiel du eine Kriegerin, dann spiel ich entweder eine Bogenschützin oder eine Zauberin. Boah, eine Lanzerin, Alter. Aber Lancer in dem Spiel sind halt Tanks. Ich spiel Krieger, das ist so eine gute Mischung zwischen beidem. Ja, das sieht ja auch hammer gut aus, wie die sich bewegen, ja. Also im Outfit. Richtig hammer. Cool. warte mal, dann, was soll ich dann? Bogenschützen, oder? Ja, dann willst du wieder auf Magie gehen.
Ja, dann spiele ich eine Zauberin. Ja, musst du nicht, aber. Doch, doch, ich finde es irgendwie cool, diese Dinge. Ja, nee, dann spiele ich eine Zauberin. Da sieht man übrigens auch die Nippel hier. Sogar hier. Hier die Nippel. Okay, dann machst du Krieger und ich mach Zauberin. Weiß ich. Jetzt kommt die ganze Editierscheiße. Jetzt sind wir im Moment, ich zeig noch kurz was. Und zwar hier sieht man. Hier Kontrollstufe, Angriffsfähigkeit 3 Sterne und Unterstützung 2 Sterne. Bei Krieger hat zum Beispiel Kontrollstufe 5 Sterne, Verteidigungsfähigkeit 3 und Angriffs 4 Sterne. Persönlich habe da Hammer viel Spaß dran an diesen ganzen Editieren da. Das macht mir so viel Bock. Angriff, also soll ich Bogenschützen oder Zauberin spielen? Wir haben beide 3 Sterne auf Angriffsfähigkeit. Und die haben beide 2 Sterne auf Unterstützung und beide einen auf Kontrolle. Also die schenken sich nicht viel. Okay. Na komm, ich spiel Zauberin. Zaubern ist cool. Okay, ich guck mal, erstmal hier kurz ein bisschen die Haare wählen. Ja, richtig. Hier mal hinscrollen. Also machen wir einfach das Gleiche, so gleichzeitig so erotisch. Ja, Voreinstellungen. Also ich bin jetzt gerade, ich habe meine Voreinstellungen, habe ich die Nummer 8 genommen. Nummer 8, was ist denn das? Und dann bin ich unter Extras gegangen, da bin ich gerade am gucken, was ich denn da zu nehmen so. Okay, ich finde, das sieht irgendwie ganz cool aus. Ja. Oder das hier. Die, sind irgendwie, die Haare sehen aus wie die von Sophie. Oh Gott. Nee, Sophie ist das hier sieht auch hammergeil aus, Alter. Aber eigentlich hasse ich solche Haare. Also ich finde sein Mädels nicht Extras, schön, fangen wir mal an. Was gibt es denn? Also in-game sieht das irgendwie schon fett aus. Extras. Ich mach auf jeden Fall eine mit blonden Haaren und blauen Augen. Wie findest du denn Frisur 2? Ich meine Frisur 1 einfach. Ich weiß nicht, jetzt sieht auch irgendwie fett aus, so ein bisschen chilliger irgendwie sowas. Also. Ich mach orangene Haare, nein. Aber ich mach auch so gelb, blond, irgendwie weiß. Zitronenkopf, Alter. Weißt du, oder ich hab mir auch überlegt, ob ich vielleicht einfach nur hier, warte. 4 nehmen soll. Die 4? Einfach nur lange Haare. Kannst du tun. Ich glaube, ich nehme die Nummer 10. Die Nummer 10 sieht geil aus. Nummer 10. Die Nummer 10 hat so ein bisschen was. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Nee, ich nehme die Nummer 10, alles klar. Gekauft. Weil die dürfen halt nicht gleich aussehen, Alter. Dann ja, hab ich lange Haare. Okay, dann nehme ich die Nummer 10 und diese zweite Haarfarbe. Zweite? Ja, Nummer 2. Also unten halt, fängt es doch an mit diesem einen komischen Gelb- oder Goldton und daneben. Blau. Ist dann so bei mir sowas weiß. Ja, sieht aber cool aus. Okay. Also ich nehme Nummer 10 und diese zweite Farbe. Ich werde noch mal gucken, was ich nehme. Es soll kein Gelb sein, es soll so ein Blond sein. Was ist denn hier blond, Alter? Das hier sieht aus wie blond. Gesicht, okay. Um Gottes Willen. Aber das sieht cool aus. Sieht aus wie eine Hochelfe in WoW. Leck mich am Arsch. Alter, ohne Witz, das sieht so gut aus. Ohne Witz, das ist echt krass. Sieht wirklich extrem gut aus, Alter. Ich glaube, ich nehme das zweite Gesicht. Das zweite Gesicht sieht geil aus. Ich hab blaue Augen in dem Gesicht, ne? Ja, aber das kannst du noch, glaube ich, ändern, nachher. Ja. Also das da, du darfst nicht von der... Von der das siebte Gesicht sieht voll männlich aus. Weißt du, wie das aussieht? Das aus wie diese, bei Avatar, die Frauen, die haben auch so ein Face. Boah, Gesicht 11 sieht irgendwie voll schön aus. Wir können uns ruhig als Pädophile beschimpfen, also, aber du musst in so einem Spiel eine Frau spielen. Naja, das, klar. Das muss... Ne, ich glaube, ich nehme die Nummer 2. Gefällt mir. Ich zieh, Alter. Oh, Mann. Ah, was ist Gesicht 7? Das ist ja schon hart, Alter. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich nehme Gesicht 4. Ich nehme Gesicht 2. Gesicht 4, okay. Verzierungen. Verzierungen, hammer geil. Mann, Flügel am Ohr. Nee. Was ist denn das? Weil man hat irgendwelche Wichsflecken auf dem Gesicht. Ja, das soll... Das soll so sein. Also du kannst sowas wie Make-up oder so auswählen, glaube ich. Ja, das ist Make-up. Wir kennen das noch gar nicht wirklich richtig. Ah, hier. Ah, die Mucke ist auch... Ich nehme 11. Das 11. Da die blaue Augen, sieht richtig geil aus. Bei mir hat die da voll die schimmeligen Lippen, Alter. Und soll ich dieses komische Ding am Ohr nehmen? Dann nicht. Dran ich nicht. Ich hab das gar nicht am Ohr. Ja, du bist halt schlecht.
Liegt vielleicht in deiner Klasse, das ist ja unterschiedlich. Gesicht 5. Alles klar, ich bin mit Verzierung auch fertig. Okay, hier die Details jetzt. Ja. Knochenbau. Da kannst du so viel, das ist wie bei Sims 3, Alter. Ist es Gesicht oder ist das? Musst du gucken, Gesicht, ne? Braue. Das ist Augenbraue, oder? Ja, ist Augenbraue. Dann mach, die mache ich auf ein. Nee. Ich auch. Warte. Das sind wieder so minimalste Unterschiede, das ist richtig geil. Das ist voll geil. Wangenknochen. Mach mal einen Kiefer auf 32. Voll der Bob. Aber ich, da mache ich, glaube ich, mache das auf 14. Kiefer mache ich auf 14. Wangenknochen. Kiefer 30. Auf was hast du Wangenknochen gemacht? Ich mache die, glaube ich, auf 11. Ich mache Wangenknochen noch auf 8. Ja, ich wollte, also wenn ich wollte sie auch erst auf, ich wollte nicht extrem dann machen. So. Lass die bei 11. Auf 10. Ich mache die auf 10. Kieferbreite. Boah! Mach das mal auf 32. Oh, mach's mal auf 1. Mach mal auf 1. Oh Gott. Mach das mal auf 1, Alter. Sieht das hässlich aus. Boah, das Gesicht von der Frau sieht eigentlich so gut aus. Das mach ich voll kaputt so. Auf was war das denn? Ich weiß nicht. Ich hab's mal. 20. Ja, ich hab's auf 19. Hervorstehendes Kiefers. Warte, du musst es so zur Seite drehen, dann musst du es mal vor. Oh, Alter, das sieht voll hart aus. Dreh meinen Charakter zur Seite, dann drück das mal vor. Und mach das mal ganz schnell vor und zurück, wie das ja aussieht. Okay, warte mal, ich hab 11 oder sowas? Nee, so. Ich hab 14. Ja. 14 passt eigentlich. 14 ist, glaube ich, gut. Okay, alles klar. Oh, die sieht richtig geil aus, leck mich Augen am Arsch. Augen. Oh, ja, das ist gut. Schöne Augen sind wichtig. Mine. Oh, Alter, mach die mal ganz klein, Alter. Das sieht übel aus. So voll verstört. Ah, nee, ich mach die auf Maximum. Die Augen. Ich mach bei Form, bei Breit mache ich die ganz groß, also ganz breit. Ja. Große Höhe. Augen. Klein. Höhe verändere ich nichts, weil dann mache ich nur ein hässliches Gesicht draus, das weiß ich. Oh, mach die mal ganz runter. Nee, ich mach die auf 22. Auf 22 sind gut. Winkel. Alter, das Bild wird auf. Ich bin schon voll gespannt, wie dein Charakter aussieht. Innere Braue. Äußere Braue. Ich will da ehrlich gesagt bei gar nichts dran verändern, weil ich den Charakter nur verschande. Okay, dann Nase. Ich geh zur Nase, richtig. Stellung. Ich bin mir auf 13 eingestellt. Ach, die musst du, dreh die mal, ja, seitlich, dann drehen. Siehst du das. Ich glaube, ja, spitz, nee, ist zu spitz. Ich hab die auf 22, lass ich die mal, oder? Das ist zu spitz. Nee, 22 ist gut. Größe. Schon wieder Kolben jetzt, Alter. Oh. Oh. Maximum, Alter. Aus wie die Hexe bei Hänsel und Gretel, Alter. Oh, geil. Ich mach die, glaube ich, auf 1. Lass die auf 8. So ein Stupsnäschen. Nee, das ich dann aus. Was ist das Steg? Was ist das Ding hier? Okay, den Steg? Den was ist das Steg? Das ist dieses mittlere Ding da, das, also was dieser Nasenknochen halt, der wird auch oben. Okay. So. Und den mache ich auf 16. Okay, Nase sieht ein bisschen behindert aus, glaube ich. Ich habe jetzt meinen auf 8 gemacht. Den Steg? Mhm. Bin ich zu dünn dann? Besser als so ein riesiger Kolben, wa? Ich meine, das ist eine Zauberin, Junge, die ist zierlich. Deine Kriegerin, die kann so richtig harten Kolben haben, weißt du, um die Gegner totzuschlagen. Aber ich bin eher so ein edleres Stückchen hier. Nase noch breiter. Na, wo? Ich verändere an der Nase nichts mehr, aber die Nase gefällt mir so. Ich mach das nur hässlich. Ich geh jetzt mal zum Mund. Aber Position. Ich könnte bei den Augen gar nicht die Farbe verändern. Das geht irgendwie. Ja, Nase, Mund. Position. Ich muss noch mal kurz den Augen und da die Form noch mal höher stellen, dass die offene Augen hat. So, Mund. Mund quält mir eigentlich auch. Oder? Position. Mach mal die Lippenfülle ganz runter, Alter. Mach mal den Mund, mach mal Position auf 1. auf 22 war das bei mir. Mundbreite? Nee, so ein Neger. Nee, wie machst du die Öffnung? Öffnung, Lippenfülle, nee, die sind in Ordnung. Öffnung ist bei mir momentan auf 17. Ich hab die auf 14 jetzt gemacht. Ich mach die auf 15. Die so ein bisschen raus.
Stimmt, wenn du auf 15 hast. Ich hab's auf 13, jetzt ist der Mund zu. So. 14. Mundwinkel. Mach die mal auf 1, Alter, wie guckst. Mach die mal auf 32. Fröhlich tot, fröhlich tot. Okay, nein. Ich mach die Mundwinkel auf 18, dann hat die so ein leichtes Lächeln. Oder eher neutral. Boah, das stimmt schon, das sieht gut aus in dieser Nacht. Doch, ich mach das auch. Ich mach die auf 16, okay. Das ist so ein Ohren. Kleines bisschen. Ohren. Die Ohren sind eigentlich perfekt, finde ich. Daran verändere ich auch nichts, weil dann mache ich es auch nur hässlicher. Es ist bei mir immer so. Ich habe bei Sims 3 so einen richtig hässlichen erstellt. Mach mal die Größe auf 2. Okay, Größe spielen wir momentan auf 6. Alter. Wobei, so schlimm finde ich das gar nicht. Ich mach die Größe auf 1. Weil, stimmt eigentlich. Groß. Ja, aber das sind Elfen, die haben große Ohren, Alter. Guck dir mal Link an. Ich mach die auf 4. Okay, dann Kleidung. Kleidung. Oh ja, da freue ich mich drauf. Das ist aber nicht so viel, wo du auswählen kannst. Ja, das ist halt die Starterkleidung. Aber ohne Spaß, das Spiel, die Grafik ist einfach nur mega Knüller. Boah, Alter, ich glaube, ich nehme die Bitch-Kleidung, die vierte. Die vierte? Ich nehme die dritte. Alter, was die für Poops hat, Alter. Die dritte ist voll die Kriegerkleidung, die sieht irgendwie voll gut aus, ne? Aber bei dir ist wahrscheinlich. Bei mir hat die dritte so ein Kleid, hat die da an. Da sieht wahrscheinlich eh ironisch aus, als eine Magierin ist. Sag du 4 oder 3? Ich tendiere gerade zwischen 4 und 3. Ich auch. Ich nehme wahrscheinlich auch 3. Okay. Oder? Muss man das noch nee, 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 ich nehme 4. Ich nehme 4. 3 sieht mir jetzt. Bei 3 hat die so geile Schulterblätter noch so ein bisschen. Okay, so. Bei mir hat die bei 3 so ein Kleid ohne Schulterdinger. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hängt also. Ja, aber ich finde, das sieht. Bei 3 hat die. Das Wunderte bei 4 ist halt einfach, dass die Kleidung da pink ist. Ja, das ist bei mir auch so. Ich nehme 3. Dann nehme ich. Soll ich einfach 1, dieses Standardding nehmen, das wirkt nicht so bitchig. Also ich nehme 3. Ja, dann nehme ich. Dann nehme ich auch 3, wa? Scheiße. Okay, Stimme? Drauf. Stimme. Das ist wichtig. Also einfach mal ruhig sein jetzt. Boah, Alter, auf 0. Hör das mal auf 0 an. Hörst du mal auf 4 an? So eine Katze. Ich mach's auf 2. Mach's auf 3, glaube ich. Ich mach's auf 2. Aber 3 ist schon weiblich, ja? Ich mach auf 3. Okay, Name? Dann mach ich's auch auf 3. Name? Mad Max Master. Die Master. Warte, schreiben wir noch Master P davor. Kannst du so eckige Klammern machen, weil dann in den eckigen Klammern schreiben wir MLP. Groß MLP. Zeig bei COD auch. Ich kann da Master P komplett reinschreiben. Master ja, P aber nein, nein, dann schreib, mach in eckigen Klammern MLP. Und alle drei Buchstaben groß geschrieben. Das ja, sieht gut aus. Hab ich. Okay. Und dann dahinter noch Mad Max Master. Diese Charaktername ist nicht zugelassen. Okay, nicht zugelassen mit den Klammern. Dann schreib halt normal MLP frei. MLP Max? Ich weiß halt. Oder einfach nur Mad Max Master. Nenn dich einfach nur Mad Max Master, nicht nämlich einfach nur die Master. Okay, die Master, alles klar. Mad Max Master. Weil ich hatte vorhin noch einen Charakter, der die Master ist, dann habe ich den gelöscht. Dein Name ist nicht zugelassen, what the fuck? Wahrscheinlich, weil du mehrere Großbuchstaben, du darfst nur am Anfang groß schreiben. Okay, alles klar. Bei Mad Max Master kann man so eine Frau. Alles okay, klar, fertigstellen. Aber ich wollte die Augenfarbe noch ändern. Ladescreen. Ich hab kleine blaue Augen. Da bin ich. Aber du hast die Kleidung jetzt eh nicht an, du hast eh die Starterkleidung. Hier ist übrigens mein alter Charakter. Das ist Zyra, ziemlich cool, eine Kriegerin, so eine Kastanie. Und ja, dann würde ich sagen, war's für die erste Folge. Wir bedanken uns fürs Zusehen und ja, schaltet dann auch am Dienstag. Um 16 Uhr ein. Richtig, um 16 Uhr Terra Time mit Max und Dennis. Bis dahin, haut rein und genießt noch den Rest Sonntag. Tschüss. Ciao.